Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Amnesia The Dark Descent. In der letzten Folge sind wir hier in diesem komischen Schloss angekommen, das sehr komisch aussieht, und gehen jetzt mal in den Keller hier unten. Raffinerie. Hallo. Boah, dafür gab es irgendeinen Trick, oder? Notizen. Nein. Das da. Kann es aufgelöst werden? Die Frage ist halt, wie? Vielleicht. Moment, wo war nochmal? Boah, da gab es irgendwas zu. Ich meine, das ging mit Feuer, oder? Boah. Wie könnte das funktionieren? Und biegsam. Irgendwie muss das doch funktionieren. Soll ich da irgendwie einen Stein gegen pfeffern oder so? Boah, wie ging das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich meinte echt, man hat das Zeug immer angezündet. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Aua. Hier, nimm das da. Brenne mit meiner Laterne. Okay. Boah, ich weiß es nicht. Dafür gab es irgendeinen Weg. Noch per Werkzeug. Haben wir irgendwie ein Feuerzeug oder sowas da? Irgendwie nicht so, ne? Schauen wir uns nochmal hier um. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Oh Mann. Boah, irgendwie ging das. Ich habe keinen Plan mehr wie. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Verpiss dich. Hier ist nichts, nichts. Irgendwo. Irgendwo muss es hier doch was geben. Öl. Boah, ich habe echt keinen Plan. Ich schau nochmal hier unten. Irgendwas, komm, hier wird es doch irgendwas geben. Stimmt, wir konnten auch so einen Kram auf und zu machen. Auf Wiedersehen. Nichts. Was ist das? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie, sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay. Speichert man so? Ich weiß es gar nicht. Boah, ich dachte echt, das wird mir jetzt irgendwie weiterhelfen. Sieht schlecht aus.
Sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Vor allem, wir haben ja diese Zunderbüchsen, die ersetzen Feuerzeuge ja eigentlich irgendwie. Verschiedene Chemikalien sind erforderlich. Boah, also wir gucken einmal in die Optionen von der Steuerung. Input. Tastenkonfiguration. Was ist denn bitte Lean? Nee. Boah, für irgendwas bin ich gerade zu blöd. Ich meine, wir haben jetzt so viele von diesen Zunderbüchsen, also jetzt ernsthaft. Irgendwas werden wir damit doch machen können. Ich weiß es nicht. Das Ding können wir komischerweise nicht anmachen. Ach komm, irgendwie werden wir da doch durchkommen. Also jetzt ernsthaft. Ich habe echt keinen Plan, wie ich das Ding loswerden soll. Widerstandsfähig und Dingenskirchen. Ja gut, könnte ich so ein Ding benutzen? Eine Probe ist nicht nötig. Boah, es funktioniert halt einfach nicht, ne? So, hier, nimm das. Komm. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Naja, wir können ja nochmal draußen schauen, ob es noch weitere Türen gibt. Es gab noch die da oben, die bringt uns aber jetzt wenig weiter. Moment, kamen wir von hier oder von dort? Alte Archive, das heißt, oben sind die neuen Archive und da waren wir noch nicht. Okay. Gab es da nicht einen Weg von hier aus hin? Nein, was habe ich da im Kopf? Momentchen. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Gab es hier nicht einen Gang, der runterging? Aha. Hier gibt es halt echt einen Gang, der nach unten geht, aber der bringt uns irgendwie nichts. Lässt sich nicht bewegen. Okay. So, dann gehen wir mal in die neuen Archive. Ich erinnere mich ein bisschen hier dran. Seltene Bücher, okay. Das war nicht ganz so wie geplant, aber passt schon. So. So. So, hier war nirgendwo was drin. Hier haben wir wieder eine Notiz. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening,
we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Mysteriös. Irgendwas verschweigt der Typ also. So. Kataloge. Strange. Aus dem Weg. Es ist nicht mal dunkel hier, also chill mal. So, jetzt bin ich nur wieder auf dem Gang, genau. Was gibt's hier? Okay, hier gehen wir jetzt noch nicht lang. Die Tür hier war zu, richtig? Nein. Okay, ich habe mich nur geirrt. Vielleicht auch ein bisschen glücklicherweise. Ich vertraue dem Ganzen nicht so. Auf damit, was ist das? 17th May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burnt faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th-century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Tja, blöd gelaufen. Tja, irgendwas wird verschwiegen. Wieso hat man in einer Bibliothek bzw. in Archiven Hemden mit dabei? Das verstehe ich nicht ganz. Auf Wiedersehen. So, wo bin ich jetzt? Was ist das? Oh, es ist kaputt. Alte Bände. Komm, nimm mal mit. Die Musik ist hier ein bisschen verstörend. ETF. WTF? Warum? Okay, jetzt lande ich da auch wieder. Lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Okay, wir schauen mal in die Notizen. Nein, falsch. Hier rein und ich glaube, es geht auch mit M, oder? Ja. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Ist halt echt das Geschichtszimmer. Wie sieht es gerade eigentlich um sein... Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Alles klar. Alles klar. Mein Kopf dröhnt auch manchmal. Was war das?
Aus dem Weg. Können wir jetzt kein Klavier spielen? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Erstmal wieder weg damit. Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Mit dieser Karte. Boom, boom, boom. Wäre echt lustig, wenn das geklappt hätte. Raus da. Hier können wir einen Stein mitnehmen. Ist das da jetzt vielleicht die dritte Notiz aus Algerien? Hä, ich hab sie doch eben... Was soll denn das? 17. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Hier sind noch so ein paar Karten. Werf das einmal kurz hier rüber. So, hier geht es ihm ja anscheinend besser, oder? Moment. Okay, wenn ich jetzt hier eine Weile bleibe, geht es ihm dann auch wieder besser? Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich, oder? Nö, irgendwie tut sich da wenig. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Wo habe ich jetzt den Stein hingepackt? Möchte der vielleicht irgendwie... Das ging relativ schnell. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? Aha. You can never be too careful, Daniel. Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Abgeschlossen. Dann nehme ich halt jetzt so eine Kiste, um das einzuschlagen. Hier sind ja auch nicht welche daneben.
Komm schon. Ist das schon kaputt? Sieht irgendwie so aus. Auf Wiedersehen, jetzt bist du nutzlos. Altstadt und Schloss Brennburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennburg. Da sind wir anscheinend. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervoll malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bieten sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihre Dienste aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihre Wesen veränderten sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschrieb sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören. In feuchten Leinsäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten, welche dunkle Ziele mögen sie verfolgen. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf dem nordwestlichen Lichtung zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitete ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragte sich, was damals wirklich passiert war. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte, und was ist ihm zugestoßen? Oh Gott, wie viel ist das denn hier noch? Ich wollte mich schon beschweren, weil die Folge schon wieder viel zu lang wird. Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennburg lebte mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss näher Altstadt. Und wie er bei den meisten adligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforschte man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Er wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, widerrichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beansprucht. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seine Nachkommen konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron von vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während die Zeit der Besetzung hier lebte. Und wie die großen Führer des Landes zum begehrenden Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Alles klar. Das war eine lange Story, aber ich würde sagen, was uns hier jetzt noch so erwartet, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin!